Hier lagerte mal literweise Asbach uralt. In riesigen Tanks. Heute ist hier ebenfalls Alkohol zu finden, dafür aber Wein, mit der Möglichkeit, ihn zu verkosten. Das Ganze nennt sich Rhein-Weinwelt. Hier sind wir in den ehemaligen Tanks vom Asbach-Uralt. Das sind schöne Glasfliesentanks, wie man auch an der Patina erkennen kann, sind die nicht mehr in der aktiven Benutzung, sondern wir haben hier mittlerweile eine Weinverkostung, wo man insgesamt von 160 Weine probieren kann. Hier sieht man schöne Stelen. Zu jedem Weingut haben wir immer zwei Weine da. Hier findet man nicht nur Rheingauer Weine, sondern auch welche aus dem Mittelrheintal und Rheinhessen. Also alles Weingüter, die mindestens einen Blick auf den Rhein haben. Das Besondere an diesem Ort sind aber die sogenannten Dispenser. Das sind spezielle Weinkühlschränke. In diesen kann man eine Münze einwerfen und bekommt einen kleinen Probierschluck. Sehr aromatisch. Ich finde die Konstruktion auch super, dass man da einfach einen Schluck trinken kann, einfach probieren. Die Flasche hält frisch. Sehr schön. Bevor hier die Rhein-Weinwelt entstanden ist, waren die Asbach-Tanks komplett verschlossen und von außen von Schwarzschimmel befallen. Annette Perabo hat sich trotzdem der Herausforderung gestellt, ihre Idee hier umzusetzen. So sah es mal aus und wir haben wahnsinnig viel Arbeit geleistet. Es sah also ganz gruselig aus. Leider haben wir kein Geruchs-TV, es riecht ganz modrig hier. Wir mussten riesen Fräsen nehmen, das aufschneiden. Das war armierter Beton hier oder ist armierter Beton so dick. Die Dinger lassen sich auch nicht rausreißen, die sitzen bombenfest. Deshalb, wir konnten nichts anderes machen, wie was draus machen, nämlich aufschneiden und die Winzer reinstellen. Weinfreunde können heute in 7 Tanks Weine probieren und die außergewöhnlichen Räumlichkeiten besichtigen. Häufig werden sie dabei von Annettes Tochter Naomi durchgeführt. Übrigens sind im Keller immer noch etliche Tanks in ihrer ursprünglichen Form vorhanden. Die Tanks sind aufgeschnitten mit den Türen. Die Türen war vorher nicht drin. Es waren nur diese kleinen Luken, die man rechts und links sieht. Also die Türen haben wir damals reingeschnitten, um wirklich auch diese Tanks begehbar zu machen. Übrigens kamen Annettes Mann und der Eigentümer des Geländes an einem geselligen Abend auf die Idee, etwas aus diesem Ort zu machen. Vielleicht eine Vinothek? Extra für Annette? Die kamen von ihrer feuchtfröhlichen Tour zurück und haben gesagt, Annette, mach es. Ich hatte die Räumlichkeiten nicht gesehen und ich war genauso verrückt wie die und habe gesagt, ich mach's. Bin ein bisschen vom Glauben abgefallen, als ich hier reingekommen bin, weil die Jungs haben gesagt, ein Eimer Farb. Bisschen Schmackes und dann kriegst du das hin. Etwas mehr Aufwand war es schon, aber Annette hat es zusammen mit ihrer Familie geschafft und 2017 die Rhein-Weinwelt eröffnet. Neben der Vinothek kann man hier auch Kleinigkeiten essen und in ihrer Delikatessenabteilung einkaufen. Das ist meine Leidenschaft. Deswegen habe ich hier die Spezialitäten aus dem Rheintal, aber auch internationales. Kleine Manufakturen, die mir sehr am Herzen liegen. Und ich produziere auch selbst, wie zum Beispiel mein Ducker hier, eine Gewürzmischung oder Chili Jam, also so ein bisschen freaky Sachen, rote Zwiebelmarmelade, die man zum Käse isst. Mein Credo ist, alles, was man hier verkosten kann, essen kann oder das meiste kann man auch kaufen. In Annettes Bistro gibt es beispielsweise Käse aus einer Käserei aus der Region, Wurst-Schinkenplatten, Hummus mit roter Beete und karamellisierten Balsamico-Zwiebeln, selbstgebackenes Fladenbrot und vieles mehr. Und wie kommt das Essen an? Einwandfrei, super. Kann man nicht anders sagen. Also schön mit den zwei verschiedenen Hummus und auch hier das andere. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie es genau genannt hat. Das ist aber auf jeden Fall sehr schön salzig auch. Also man kommt hier rein, man erwartet gar nicht, hier so einen großen Raum wiederzufinden. Ja, das Essen ist sehr lecker, hätte ich nicht gedacht. Der Wein ist super. Und wie gefällt den Besucherinnen und Besuchern diese kleine Erlebniswelt? Uns gefällt es gut. Vor allem die Vielfalt der Weine, die hier angeboten wird. Es ist interessant. Perfekt, perfekt. Ich finde es wirklich perfekt. Und auch, damit man die Weine kosten kann. Und eben auch die Winzer, wo der Wein herkommt, ich finde das gewaltig, sehr gut. Das ist einwandfrei, was sie eigentlich hier aus diesem alten Gebäude rausgeholt haben, auch hinten mit den begehbaren Tanks und so weiter, dass man da überall mal reingehen kann, kann sich die alten Sachen angucken. Ist einfach viel erhalten, ist wunderschön, auch in Kombination mit dem Weintasting, was man machen kann, mit dem Dispensern, einwandfrei.
Für Annette bedeutet die Rheinweinwelt sehr viel. Es ist ihr Baby. Nicht nur, weil hier so viele Ideen von ihr drin stecken. Ohne meine Familie, im weitesten Sinne, und da schließe ich auch meine Eltern mit ein, die wirklich ganz, ganz arg dahinter gestanden haben, meine Kinder, mein Mann, wäre die Rheinweinwelt nicht da, wo sie ist. Also zum einen das und zum anderen für den Gast natürlich ein irrer Ort des Genusses, des Erfahrens, des Wohlfühlens. Das ist einfach ein schöner Ort, ein ungewöhnlicher Ort. Ein Ort, an dem es garantiert weitergehen wird. Denn Annette hat noch viele Ideen und genug Platz und Möglichkeiten gibt es hier allemal.